ja, man erinnert sich nicht mehr, man erinnert sich nicht mehr. Es ist doch schon so lange her. So, jetzt sind wir hier oben. Genau hier wollten wir doch hin. Und ich glaube, da mussten wir hier hindurch. Das sieht gut aus. Auch wenn wir ganz schön angehauen. Ich liebe es. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt am besten machen. Oh Mann. Vor allem, er sitzt da und schüttelt den Kopf. Er lebt noch. Ist doch geil. Ah, verdammt. Das wird gar nicht mal so einfach, da jetzt hinzukommen. Also wenn das Ding da auf etwas anderes schießt, müssen wir es versuchen. Freeman, wer hätte gedacht, dass Sie noch am Leben sind? Ja, genau. Und es nimmt mich auf Kimme und Korn. Weiß jetzt noch nicht mehr, muss ich das so, so einen Blick drauf werfen? Oh Mann! Oh Mann! Das Krabby haut auch noch ab, das ist doch nicht wahr! Oh, ha, ha. Ja, ansonsten hätten wir hier erst die Schrot bekommen. Ah, ja. So, da! So schließen sich die Wege. Junge, 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 Junge. Und trotz allem möchte ich gerne da irgendwie mal hochkommen. Wie kommt man da am besten drauf? Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Von hier unten vielleicht sogar? Nee. Schwierig. Schwierig hier. Na, hier geht's auf jeden Fall jetzt. Kuppel! So geht das. Hast du es gesehen? Hab noch einen erwischt. Hahaha, hab noch einen erwischt. Okay, ich werde Deckung geben. Hier, mach das mal. Ey, das gibt's ja. Das gibt's ja nicht. Dieses kleine Mistvieh. So. Ja, toll. Freeman, wie ich sehe, stecken Sie auch in diesem Schlamassel. Ja, lass mich da mal rein. Ich muss hier rumlaufen, ne? Nein! Ah! Ja. Das ist so hammergeil. So, Kumpel, du kommst weiter mit, alles klar. Dann sind wir wenigstens nicht ganz allein. Aua! Nur meine kleinen Wortis. Ja, renn doch nicht weg von mir! Nein!
Ach nein, nicht wieder diese Stelle hier. Ich will nicht. Macht sich bestimmt gut in meiner Patrouillenwohnung. Helft mir doch. Naja, tja, die sind weg. So, dann werden wir jetzt mal auf Wortejagd gehen. Wir haben einen der neuen Schutzanzüge. Na! Er hat auf mich geschossen. Ihr habt's alle gesehen. Er hat auf mich geschossen. Da, noch so ein. Verdammtes Headcrampen. Ich bin, glaube ich, zu schlecht für dieses Spiel geworden. Ja, und der erwischt dich gleich! Meine Güte! Na, super, da sind sogar noch welche! Half-Life sterben for the win, oder was? So, jetzt werden wir erstmal hier durchsuchen. So, der ist auch weg. Genau, er hat mich durch die Tür erschossen. Ich krieg einen Anfall hier. Mehr knuddeln. So, du bist nieder. Alles klar, er ist nieder. Geschlagen, geschossen, was auch immer. So. Manometer, so. Oh, dass man sich mit Half-Life 2 mit denen anfreundet, ist dann so echt so ein komisches Gefühl. Nein! Schön, dass man mal drüber lachen kann, ne? Ja, Barney ist down. Oder zumindest die Wache, die hier ist. Na, jetzt reizt mir. Jetzt reizt mir. Ich bin Rambo. Hallo. Ja, hallo. Thomas, hier ist Licht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Woran bist du gestorben jetzt? Das weiß der gute Herr wohl selber nicht. Oh, meine Güte, bin ich hier. Ja! Leben! Wir werden leben! So, jetzt reicht's ja so. Alles erledigt, was hier zu erledigen galt. Und wir sind wieder allein auf weiter Lua. Ja! Ja! Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Aha. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Also ich hoffe wirklich, sie wissen, was sie da tun. Ja, du kommst mal mit und ich weiß nicht, ob Soldaten sowas Gutes sind, wenn man hier
vertuschen will. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Mann! Ah, so. Die Soldaten, ja. Yeah. Ich liebe diese Waffe. Ich freue mich schon, wenn wir mal irgendwann den Revolver kriegen. Auf den freue ich mich noch viel, viel mehr. Hey, Gordon. Knurrt dein Magen? Hey, was zum Teufel machst du hier? Verschwinde nach oben. Ich habe gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Könnte jetzt echt ein kühles, blondes... Wo sind wir hier? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich gucke erst mal, was es da oben zu gucken gibt. Gibt es denn hier was zu gucken? Ja, mehr oder weniger. Gleich durch. So, jetzt durch! So, uff. Sind wir hier? Ja. Stirbt! Und lass mich durch! Okay, da sind wir irgendwo durchgegangen. Ohne wirklich was zu finden, holen wir uns wieder Energie. Möchte zu gern wissen, ob die das noch schlimmer hinkriegen. Da ist Energie drin, ich will da rein. Handgranaten. Wie komme ich da rein? Krabbies. Ey, Kuppel, da kommt gleich was für dich. Und ich versuche nochmal da hinten reinzukommen, weil irgendwo muss es da ja einen Weg hinein geben. So. Hier nichts. Nichts! Okay, wo sind wir nur? Ich bleib mal nochmal hier und guck, ob es hier noch einen Weg gibt. Irgendwo. Ist hier noch was? Naja, darüber jumpen wird mir nicht gelingen. Glaube ich ganz fest dran, dass das nicht gelingt. Aber da könnten wir hinkommen irgendwie. Voll langsam. Und mit ganz viel... Hör mal auf mit dem Mist! So. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade lang gehe. Ich hoffe nur, es führt mich zum Groom. Und zum Raum. Granaten! Jetzt bin ich hier, der Babbo. So, und der Babbo speichert dafür auch nur. Aua! Hey, Barney, komm mit! Alles klar, los! Komm mal mit, Kumpel! Oh, noch mehr Granaten! So, wo ist er denn? Wo ist er? Ja, komm! So. Alles erledigt, alles tot. Hey, du nicht. So, zack. Er ist natürlich hier nochmal kurz umgeschaut und... Ah, ich bin doch schon wieder viel zu weit drüber. Viel zu weit. So, komm jetzt, komm. Beifuß, immer schon Beifuß. So, das heißt jetzt,
Ja, ich mache die erste Folge, glaube ich, ein kleines bisschen. Ja, schauen wir mal. So, alles dort. So. So, weiter geht's, Barney. Oh Gott, die Frostkammer. Ich habe böse Erinnerungen. Ja, die werden wir uns jetzt wirklich erst beim nächsten Mal anschauen. Daher speichern wir. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, die erste Runde Half-Life Classic, wie auch immer, hat euch gefallen. Und bis, ja, vielen Dank für positive Bewertungen und Kommentare, kennt ihr ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.